ist da? Ich bin Fürst Sakai. Ihr müsst unsere Verstärkung sein. Das ist richtig. Ich bin Fürst Sadamune Oga, Bannerträger des Shoguns. Willkommen in Tsushima. Danke, Fürst Sakai. Der Shogun entsandte uns sofort, als er eure Nachricht erhielt. Euer Onkel gab gerade den Befehl. Wir ziehen in die Schlacht, besiegen den Khan und erobern Burg Shimura von den Invasoren zurück. Ausgezeichnet. Sammelt eure Männer. Ich muss noch nach jemandem sehen. Ich werde am Nordtor auf euch warten, dann reiten wir gemeinsam zu eurem Onkel. Prüft die Räder! Ein Wunder, dass die Mongolen das zerstört haben. Niemand würde es wagen, Denkmäler an Fürst Adachi zu zerstören. Es ist Zeit, Yuna. Die Samurai sind hier. Alle machen sich kampfbereit. Hast du dich ausgeruht? Ich konnte nicht. Tut mir leid. Taka sollte hier sein. Er glaubte an dich. Jetzt tun es die Bürger von Yarikawa. Weil du für sie einstandest, als niemand sonst es tat. Sie riskieren ihr Leben für den Geist. Ich gebe mein Leben für die Bürger von Tsushima. Und für dich. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Sei vorsichtig, Yuna. Ich muss zu Fürst Oga. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Fürst Sakai. Norio, trainiert ihr die neuen Rekruten? Nicht ganz, mein Herr. Ich habe gerade mit ihnen meditiert. Samurai, die Bürger Yarikawas, jede Seele braucht vor dem Kampf einen Augenblick der Ruhe, um die Vergänglichkeit des Lebens zu akzeptieren und den möglichen Tod. Weise Worte. Meditiert ihr mit mir? Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank, Norio. Möge der Buddha über euch wachen, Fürst Sakai. Macht die Zapfen fest, jeden Einzelnen! Ich sehe, ihr seid fleißig. Jemand muss doch dafür sorgen, dass der Rambok einsatzbereit ist. Wenn das Ding auseinanderfällt, kommen wir auf keinen Fall in die Burg eures Onkels. Hätten wir in der Asamo-Bucht bloß einen gehabt. Hat's euch in meinem Karren nicht gefallen? Ich wollte nicht nach Sake riechen. Yuna hat's mir erzählt. Das mit Taka. Ein mutigerer Bastard, als ich es je war. Wäre Taka hier, würde er sicher widersprechen. Tja, ich versuche ihn nicht zu enttäuschen.
nie jemandem erzählen. Aber als Junge wurde ich fast gestorben. Ich spielte Samurai im Wald weit weg von zu Hause. Bevor ich es merkte, war es Nacht und ein Bär war es. Willkommen zurück, Fürst Sakai. Sensei, ihr kennt bereits unsere Verstärkung. Die Bannerträger des Shogun sind Elitekrieger. Doch selbst sie können ihre Bogenkunst noch verbessern. Und die Bauern? Beeindruckend. Viel Talent, aber ungeübt. Ein großes Lob von euch. Yarikawa war einst das Rückgrat unserer Insel. Wir könnten die Mongolen in die Flucht schlagen. Nach einem Monat harten Trainings. Ihr habt eine Stunde. Dann hört auf, mich abzulenken. Jin, ihr seid schon zurück? Geht ihr auch nicht so hart mit ihnen um, Fürstin Masako? Das halten sie aus. Die Bauern Yarikawas sind zäher, als sie aussehen. Und sehr stur. Noch sturer als ihr? Auf keinen Fall. Vor einer Woche noch hätten sie auf die Namen Sakai und Adachi gespuckt. Doch seit euren Taten in Yarikawa, sie sind euretwegen hier. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich auch nicht. Fürst Sakai. Fürst Oga. Wo ist mein Onkel? Er wartet auf dem Hügel auf euch. Es wäre dem Oga-Clan eine Ehre, euch dorthin zu eskortieren. Schön, Gesellschaft zu haben. Lassen wir den Khan lieber nicht warten. Wunderbar. Euch gebührt Respekt, Fürst Sakai. Die Rettung eures Onkels, die Hilfe der Verstoßenen von Yarikawa. Richtige Krieger sind sie nicht, doch ich vertraue ihnen mein Leben an. Dann tue ich es euch gleich. Haben die Leute wirklich einen Namen für euch? Geist? Sie mussten an irgendwas glauben können, als die Samurai besiegt waren. Nun sind die Samurai zurück. Die Märchen müssen zur Ruhe gebettet und die Gesetze des Shoguns erneuert werden. Retten wir diese Insel. Und die Menschen, deren Heimat sie ist. Die Politik kann warten, bis der Khan tot ist. Natürlich, Fürst Sakai. Fürst Shimura, euer Neffe ist gekommen. Jin, hier oben. Gut gemacht, Jin. Wir haben alle, die wir für die Rückeroberung brauchen. Ich besiegte die Strohhüte. Doch Iozo floh mit dem Khan. Sie wollten, dass ich euch verrate. Ihr spracht mit dem Khan? Ich war gefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch mit meiner ganzen Armee gerettet. Yuna half mir zu entkommen. Doch ihr Bruder... Er starb, ehrenvoll. Der Khan wird für sein Opfer bezahlen und für das, was ihr erlitten habt. Jin, der Shogun unterstützt meine Entscheidung zur Adoption. Wenn unsere Insel sicher ist, seid ihr der Erbe von Clan Shimura. Nicht als Geist, sondern als Samurai. Ich enttäusche euch nicht, Onkel. Heute reiten wir in den Kampf als Sakai und Shimura. Morgen werden wir den Sieg feiern. Als Vater und Sohn. Die Samurai rühmen sich ihres Ehrenkodex. Aber er macht sie auch stark. Durchschaubar, leicht zu brechen. Der Geist kennt keine Grenzen. Das macht ihn gefährlich.
Jetzt zählt es, Jin. Diese Schlacht bestimmt das Schicksal der Insel. Holen wir uns den Kopf des Khans. Gemeinsam. Und überbringen ihn persönlich dem Shogun. Krieger von Tsushima! Heute besiegen wir Kotonka! Hole Burg Shimura zurück und verjagen die Mongolen aus unserer Heimat! Ja! Holt Fürst Shimura! Zum Sieg! Tötet sie alle! Lasst nicht ab! Kämpft! Das ist für meine Söhne! Durchbrechen! Vorwärts! Der Mongol da oben, ein Pfeil, ein Fürst Sakai. Schwingt weiter, Norio. Mach den Weg frei! Für den Adachi-Clan! Ah!
Geschützen über dem Tor! Fürst Sakai, kundschaftet den Weg aus. Wir brauchen keine Überraschungen. Heim, Japanerhunde! Durch dieses Tor kommt ihr nicht! Los, Sakai! Lauf, Feiglinge! Jin! Was tut ihr da? Den Weg freiräumen! Doch nicht so! So niemals. Kämpft wie ein Krieger, mit Ehre. Nicht wie ein Monster. Nur so verstehen sie es. Terror ist keine Waffe eines Samurai. Dosho! Dosho! Dieser Turm, wir können nicht vorstoßen. Das ist eure Chance, Fürst Sakai. Zerstört ihre Waffen, ehrenvoll. Ich halte die Stellung und lenke sie auf mich. Ich komme mit dir. Bleibt bei mir. Haltet eure Position. Fürst Sakai, nehmt die Huanta. Mongolen, mach den Weg frei! Russo! Mehr tun. Gehen wir zu den anderen.
Es war gut, die Mongolen am Tor einzuschüchtern. Dein Onkel liegt falsch. Er will es nicht verstehen. Wir sterben, wenn wir uns nicht ändern. Nur dank dir haben wir es so weit geschafft. Und jeder weiß das. Vor uns liegt noch ein weiter Weg. Das ist Sakai. Ihr habt sie gebrochen. Der Kahn verliert an Boden. Mehr Mongolen da oben. Die finden Akmasoko. Keine Gnade, die Mongolen. Bring sie zurück in die Hölle. Der Weg ist frei! Vorwärts! Neu formieren! Durchbrechen! Wir müssen zur Brücke! Alle zur Brücke! Für Tsushima! Für Tsushima! Jagt sie zurück aufs Meer! Töte sie alle! Ihr Feind zieht sich zurück! Vorwärts! Sie fallen zurück! Der Kahn würde niemals so aufgeben! Etwas stimmt nicht! Jin! Feuer frei! Sie setzen Sprengstoff ein! Schießt auf die Pferde! Schießt! Seelen. Er schickt sie in den Tod. Für nichts. Wir müssen ihr Opfer ehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Nein. Zu viele sind tot. Hättet ihr auf mich gehört? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn allein.